Wir haben heute den Film Schneeballfahrt zum ersten Mal gesehen, weil es auch von Hanno, von unserem Filmmacher, so beaufsichtigt war, dass wir mal bewusst rausgehalten werden aus dem ganzen Prozess. Oder? Und ich bin immer noch begeistert, aber ich muss noch ein bisschen sacken lassen. Also ich tue noch gerade verarbeiten. Also es ist gerade schwer, in Worte zu fassen, was ich gerade gesehen habe. Ja, unglaublich. Es ist beeindruckend, wie stimmig, das wichtige Wort, stimmig das Ganze ist. Wir haben, wie gesagt, zum ersten Mal einen Sprecher gehabt und einen Sounddesigner und einen Texter, der den Text geschrieben hat. Und es ist unglaublich, welche Atmosphäre dann transportiert wird in dem Film. Also ich bin schwerst begeistert, auch zum ersten Mal gesehen, und unglaublich. Wir wollten ja versuchen, dass man dann diese Atmosphäre, da, die im Wald herrscht, wenn man so diesen tiefen Schnee im Wald fährt, oder? Dass man die ja in Bild und Wort rüberbringt, oder? Und das ist an sich schon schwer genug, oder? Weil man das ja selber als Fahrer nicht immer in Worte fassen kann. Und dann noch mit dem Thema Glauben, das war nicht ganz leicht, aber es ist sehr, also es ist, ich bin schon begeistert vom Film. Ja, also wenn man oft im Wald steht und ich muss wieder mal vielen Worten, was oft passiert, dann ist es natürlich immer sehr ruhig. Und das wollte man irgendwie umbringen, diese ruhige Stimmung und dieses, die Schneeflocken, die runterfallen, man hört halt nichts, man sieht niemanden, man ist einfach zu zweit in dem Wald drinnen und hat Spaß. Und alpine Gefahren sind jetzt da auch nicht so viel, man kann da echt einfach nur genießen und man ist in dem Skifahren drinnen, was man eigentlich am liebsten macht. Gell? Und das sieht man eigentlich nicht so oft, das sagt man nicht so oft, das ist eigentlich die größte Gaudi. Also man macht ja dieses Kind schon, wenn man Waldwegerl fährt, dann macht man ja nichts anderes und hat da extremen Spaß dabei. Und wir sind jetzt älter, wir sind keine Kinder mehr, aber wir haben gleich viel Spaß wie als Kind, wenn man da herumspielt. Na, aber eher zu der Atmosphäre würde ich nur gerne mal sagen. Ich glaube, das kennt jeder, wenn es im Winter zum ersten Mal richtig schneit, das war meistens im Dezember, wenn es schon draußen ein bisschen dunkel ist, oder? Dann wird es ganz schnell ganz ruhig. Es fahren wenig Autos, es sind weniger Menschen draußen auf der Straße, oder? Es ist einfach Atmosphäre, die speziell ist für diese Jahreszeit, also Dezember, Jänner vielleicht sogar noch. Es ist sehr gedämpft, oder? Und im Wald, wenn man im Wald skifährt, oder? Und es ist viel Schnee, man ist zwar sehr schnell, aber deswegen ist es immer noch gedämpft. Man nimmt die Umwelt und das Ganze in einen ganz einen langsamen Rhythmus wahr. Und ich glaube, das haben wir auf der Bühne gehört, oder zu dieser Art von Skifahren kann man keine Rock'n'Roll-Musik spielen, meiner Meinung nach. Und das ist ja so. Wir wollen das nicht als Helden darstellen, sondern das, was wir sehen. Und wir fahren gerne Ski, oder? Und wenn ich wählen könnte, dann würde ich nur so Skifahren. Genau. Amen. Amen.